Das Signal wird stärker. Kann nicht mehr weit sein. Hat Jennifer also doch einen Freiwilligen gefunden, der mit dem Zwitscherstock rumläuft? Psst. Schon wärmer? Ich weiß es nicht. Wärmer? Heiß? Nimm eine Fessung. Hexer zu Pferde haben sich nicht ausgezahlt. Können wir reden? Scheinbar bei ihm. Ich suche nach Ciri. Aschblonde Haare, Narbe auf der Wange. Hast du sie gesehen? Wie kann ich dir helfen? Das keine verlässliche Antwort. Glaubst du, dass Universale als reale, individuelle Wesen existieren? Oder sind sie nur geistige Konstrukte? Ich glaube, der ist ein bisschen verwirrt. Mhm, ich auch. Es bringt nichts, mit ihm zu reden. Wiedersehen. Schon wärmer? Wärmer? Heiß? Hinter der Tür. Oder auch nicht. Schau, seht ihr das? Hexer zu Pferde haben sich nicht ausgezahlt. Scheint damit irgendwo in der Ecke zu sein. Puls schwach, aber regelmäßig. Nimm das Schwert. ...16 bis 142 Schaden. Ist relativ enttäuschend. Obwohl als Stahlwaffe. Ist das besser als das, was wir drin haben? Schade um die Kristalle und dann das hübsche Schwert, aber am wenigsten ist das kaputte Schwert weg. Gucken wir auf der anderen Seite nach. Nichts, nichts. Das Signal ist weg. Hier ist nichts. Oh, ich habe ein Signal. Das Signal wird stärker. Keine Reaktion auf Kann nicht mehr weit sein. Wärmer? Wärmer? Heiß? Es scheint hier zu sein. Hexer zu Pferde haben sich nicht ausgezahlt. Hexer zu Pferde haben sich nicht ausgezahlt. Wo ist der? Die Störung kommt von dort. Was ist in diesen Kisten? Die Meritium-Bomben.
Hat Lambert gemacht. Kein Wunder, dass das Megascope nicht funktioniert. Also, die müssen hier raus. Das kann ich machen. Nicht, dass du meine Regale durcheinander bringst, aber pass auf. Kann man es da mitnehmen? Ja, Onkel Wesemir. Wie sieht's denn aus? Wesemir nimmt dich doch nicht zu hart an. Dachte ich mir. Fertig. Du kannst gehen. Sehen wir uns jetzt die konditionierten Reflexe an. Ah ja. Er untersucht sie nach den kompletten Körper auf Haut und Haare. Können wir hier mal hoch, auch wenn das der falsche Turm ist. Ein bisschen erkunden. Abgeschlossen. Hoch. War das nicht das Zimmer, das Startzimmer am Anfang unter 1? Und auch hier in diesem Teil. Das Spiel behauptet zwar, dass auf der anderen Seite im anderen Turm war das, weil da das Bett rausgeschmissen wurde, aber naja. Ich erinnere mich zum Teil 1, das war hier. Der Seite was gemacht haben. Na dann hoch hier. Den Turm zurück zu Jennifer. Danke, jetzt scheint's zu klappen. Was war es? Die Meritium-Bomben hat Lambert bei den Betten gelassen. Er hatte wohl keine Ahnung, dass sie mein Megaskop stören könnten. Weißt du, Lambert ist nicht gerade Experte in Megaskop-Fragen, also... Bitte, Lambert ist fies, nicht blöd. Was soll's. Wichtiger ist, dass ich endlich mit Ida Kontakt aufnehmen kann. Die Ida? Die elfische Wissende? Was willst du von ihr? Bleib doch, dann erfährst du's. Logenmitglieder weihen ja nicht jeden in ihre Geheimnisse ein. Zauber für den... Nimm es als Zeichen meines Vertrauens. Fangen wir an. Und Geralt... Bitte benimm dich. Hast du nicht gerade gesagt, dass du mir vertraust? Hör auf, meine Worte zu verdrehen. Catmill, Yennefer, Wengerberg, Greenblade. Hallo, liebste Ida. Geralt. Schon gut, Yennefer. Ich bin menschliche Sitten gewohnt. Warum hast du mich gerufen? Wir müssen einen Fluch brechen. Er wurde in einem mir unbekannten Dialekt der älteren Rede ausgesprochen. Ich verstehe. Und die Worte des Fluchs? Wafail Elaine, Catmill Folie, Gledif Dorn Eptenate, Bundro Ibne Iacus. Anscheinend hast du diese Worte schon mal gehört. Ja, in Legenden. Solchen, die nicht gut ausgehen. Kannst du uns mit dem Fluch helfen? Einigermaßen. Agnes de Glanvilles Beschwörung zusammen mit Elders Triangel, umgedreht natürlich, sind die einzige Rettung. Aber ich kann nicht garantieren, dass sie ausreichen. Danke, Ense Verne. Wafail. Unser Gespräch ist noch nicht beendet. Lass mich raten.
Du willst was dafür haben. Wenn's recht ist, Gwynblade, würde ich bitten, dass du mit der Raterei aufhörst und zuhörst. Es nahen die Zeiten der weißen Kälte und des weißen Lichts. Und die Welt wird den Frost ersterben. Ich kenne Idlinnes Prophezeiung. Das bezweifle ich nicht, aber verstehst du sie auch? Das ältere Blut kann die Zeit des Endes initiieren oder sie aufhalten. Denk daran, Gwynblade, denn du wirst bestimmen, ob aus dem Funken ein Feuer wird. Alles in allem ein interessantes Gespräch. Und jetzt? Jetzt könntest du dich entschuldigen, weil du dich trotz meiner Bitte wie ein Tölpel benommen hast. So. Tut mir leid. Als Ida in diesem herablassenden Ton anfing... Hast du beschlossen, sie durch dein Verhalten zu rechtfertigen? Toll gemacht, Geralt. Bravo. Genug. Es ist alles bereit. Wir sollten die anderen holen und anfangen. Ich bin gespannt. Erfahrungspunkt 600. Aha. Alles ist bereit. Wir können anfangen. Lambert, bereite die Apparaturen vor. Eskel, geh. Das reicht, meine Liebe. Ich gebe hier die Anweisungen, nicht du. Bin gespannt, wie viel zu hatten eine Vereinbarung. Zu was er sich verwandeln wird. Wir heilen Uma auf meine Weise. Ich sagte, wir helfen dir. Das war's. Du hast es noch nicht für nötig gehalten, uns zu informieren, was du mit ihm machen willst. Es ist nicht sicher, oder? Dachte ich's mir. Deshalb sollten wir erst eine andere, weniger gefährliche Methode versuchen. Ja, toll. Nimm's nicht persönlich, Wesemir. Aber die Zeit läuft uns davon. Ich brauche nur eine Nacht. Wenn's nicht klappt, machen wir, was Yennefer sagt. Ich bringe Uma in die Berge. Und dann heult ihr zusammen den Mond an? Etwas mehr Respekt. Du redest nicht mit Geralt. Nein, das machen wir nicht. Ich lege ihn auf einen Grabstein. Um Mitternacht gebe ich ihm einen Tee mit Schierling, der... Das muss ich dir nicht erklären. Meiner Meinung nach... Ich kenne deine Meinung, aber ich bitte dich nicht um Erlaubnis. Ich sage dir, was passieren wird. Im Morgengrauen bin ich zurück, mit Uma. Oder was auch immer in ihm drin ist. Oder nicht. Der wird doch verkacken und Uma wird gekidnappt und irgendwie von einem Monster gerissen und es kann auch noch schief gehen. Wesemir ist auf seine alten Tage etwas mürrisch geworden. Das war noch gar nichts. Du hättest ihn letzten Winter erleben sollen, als Lambert ihm vorschlug, Kaer Morhen endlich zu verlassen. Was ist so toll an diesen alten Ruinen? Feuchte Mauern, undichte Dächer und im Winter ist es ein einziger verdammter Eisklotz. Wesemir hat kein Wort gesagt. Stand da, griff sein Schwert und schlug auf seinem Weg nach draußen die Tür ein. Kam erst nach einem Monat wieder. Mhm. Nun, wir haben den Abend frei. Was machen wir jetzt? Wesemir sagte, dass ein paar Dachbalken ausgetauscht werden müssen. Wir könnten uns darum kümmern. Oder ein zusammen trinken. Klingt viel besser als die Dachbalken. Hätte nichts gegen einen kurzen. Oder zwei. Ich kann so nichts machen. Wurde überstimmt. Auf geht's. Ein kleines Aufgelage. Yen, wir haben leider keine Gläser. Ich hoffe, Krüge passen dir auch. Heute trinke ich sogar aus einem Stiefel. Statt Trübsal zu blasen, könnten wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen. Wie sieht's bei dir aus, Lambert? Zuletzt warst du Richtung Westen unterwegs. Oh, stimmt. Ein Auftrag in Lan Exeter. War zugegeben recht einträglich. Ja, in Kovir liegt das Geld fast auf der Straße. Weißt du, wie viel sie dafür an Ertrunkenen zahlen? Ruhe, jetzt rede ich.
Dieser Riese hat sie also heimgesucht, hat Reisende angegriffen, Menschen in die Sümpfe verschleppt. Und sich auf der Hauptstraße erleichtert, sodass jeder reingetreten ist. Du hast genug Spannung aufgebaut. Komm zum Punkt. Also, hat sich herausgestellt, dass es kein Riese war, sondern ein großer Waldtroll. Und die Reisenden wurden von Räubern überfallen. Was hast du gemacht? Erst die Banditen erledigt, um die Straßen sicherer zu machen, dann den Troll. Sollte seinen Kopf liefern, um den Lohn zu kassieren. Aha. Pragmatisch wie immer. Du könntest dir von Lamberts Tunlichkeit eine Scheibe abschneiden. Ideen wie gleiches Recht für Trolle vergessen und dich von der Armut fernhalten. Ich wusste, die Zauberin würde es so sehen wie ich. Die braucht keiner. Die nervt nur in den Kommentaren rum. Wohin hat es dich verschlagen, Eske? Nach Aldersberg. Hab einen höheren Vampir gejagt. Ohoho, gefährliche Hurensöhne. Und wählerisch. Meiner hatte eine Vorliebe für junge Frauen aus gehobenem Haus. So wie ich. Deine Fantasien interessieren keinen, Lambert. Aber der Vampir. Selbst ich würde gerne wissen, wie du es angestellt hast. Mein Kunde hat einen Maskenball für die Wohlhabenden der Stadt gegeben. Um den Vampir anzulocken. Ich war auch da, verkleidet. Ich sag euch, so viel Erfolg wie an dem Abend hatte ich bei Frauen noch nie. Gott, ich bin verspannt. Rückenschmerzen sitzen ein. Ich sollte bald mal Schluss machen. Was ist aus dem Vampir geworden? Ich hatte eine Abmachung mit einer jungen Alchemistin. Hat sich zugedröhnt. Fistech, Wodka, magische Pilze. Der Vampir hat sie im Garten gefunden und gebissen. Der Kampf war reine Formsache. Ein modernes Märchen zum Thema Völlerei. Und der Alchemistin geht es gut? Ja, hat etwas Blut verloren. Aber schlimmer war der Kater. Hat einen Monat lang nur Gurkensaft getrunken. Hab einiges erlebt in letzter Zeit. Könige, Drachen, Verschwörungen und dann habe ich Yen gefunden. Wirklich sehr schön. Aber warum erzählst du uns nicht von Uma? Lange Geschichte. Ich war Ciri auf der Spur. Bin nach Velen, Skellige, Novigrad, um mal wieder Rittersporn zu retten. Hat er etwa schon wieder die Falsche gevögelt? Ach, apropos alte Freunde. Novigrad und Vögeln. Wie geht's, Triss? Triss kommt gut zurecht. Was machen die Narben aus Sodden? Noch zu sehen? Lambert, nicht witzig. Gut, sind wir jetzt auf einmal ernst? Na dann, Yen, was hast du mit Uma vor? Ich sagte doch, wir sprechen morgen darüber. Dann raus mit der Sprache. Mitternacht ist rum. Ich werde ihn der Kräuterprobe unterziehen. Aber nur... Du wirst ihn was? Tut mir leid. Willst du einen Hexer aus ihm machen? Natürlich nicht. Es geht mir auch nur um die erste Hälfte der Probe, weil... Weil du ihn leiden sehen willst? Unterbrich mich nicht, sonst werde ich dich leiden sehen. Um Uma seine alte Gestalt wiederzugeben, müssen wir erst... Wie erkläre ich's? Es ist wie mit Ton. Um ihn zu formen, muss er feucht sein, sonst zerbröckelt er. Darum geht's im ersten Teil der Probe. Er bereitet den Körper auf eine Veränderung vor. Nur so können die Mutagene einen Hexer hervorbringen. Wie stehen die Chancen, dass Uma überlebt? Nicht gut, aber wir haben keine Wahl. Es sei denn, Wesemir macht seinen Trick mit dem Schierling. Du ja, ich glaube nicht, dass das klappt. Der Alte weiß, was er tut. Das wäre die erste Probe seit Jahren, Jahrzehnten. Ich wusste, dass ihr skeptisch sein würdet. Skeptisch? Darum geht es nicht. Dieses geheime Wissen ist vergessen. Und so sollte es auch bleiben. Ich bin die Letzte, die euch vorschlagen will, Horden von Hexern zu züchten. Das brauchst du auch nicht. Bis jetzt hatten wir eine gute Ausrede, warum wir keine Lehrlinge aufnehmen. Das sollten wir überdenken. Später vielleicht. Wer will noch eine Runde? Oh, ich. Aber wir haben nichts mehr zu beißen. Geralt, wie wär's mit einem Überfall auf die Küche?
Gute Idee. Edle Herren, es war mir eine Freude, mit euch zu trinken. Besonders mit Lambert. Aber es ist schon spät. Bleibt nicht zu lang auf. Morgen ist ein wichtiger Tag. Ja, Mami. Wollte nicht hören, oder? Wollen Sie nie. Wovon redet ihr? Vor einer Weile hatte Eskel einen Samovila-Auftrag. Tolle Geschichte. Gleich erzähle ich weiter. Erst aber etwas Nachschub. Oh, die Leber lässt grüßen. Was ist das? Nennt sich die Quälerei. Zu gleichen Teilen Schnaps und weiße Möwe. Was guckst du so? Jen ist im Bett. Jetzt wird richtig zugelangt. Sehr gut. Noch ein. Zum Wohl. Saufhalden. Hübsches Saufgelager. So muss das. Erzähl mal, wie war das mit dieser Samovila? Hat einen Bauern geschnappt. Aber statt glücklich zu sein, dass er entkommen konnte, hat sich der Idiot Hals über Kopf in sie verliebt. Wollte, dass ich sie einfange, hab abgelehnt. Also hat er es allein versucht. Mit einem Fischernetz. Ich wette, die zwei tanzen jetzt auf einem fahlen Feld eine Masurka. Tolle Geschichte. Und eine Moral hat sie auch. Ach ja? Und die lautet? Halt dich von gefährlichen Frauen fern. Du kannst dich entspannen. Jen und ich, wir sind kein Paar. Und wir werden auch nie eins. Ah, darum war die Frau Zauberin so kreuzbeleidigt. Lambert, lass das! Tut mir leid, Geralt, das war unsensibel. Das wussten wir nicht. Willst du drüber reden? Nein, ich will trinken. Machbar. Ohne weiteres. Ist ja kälter als im Arsch eines Eisriesen hier. Meine Herren, ich komme wieder. Aber erst muss ich für kleine Drachen. Verstehst du dich gut mit Lambert? Irgendwie habe ich gelernt, nicht über bestimmte Dinge mit ihm zu sprechen. Dürfte eine lange Liste sein. So ist es. Hallo, ihr Knirpse. Feiert euren eigenen kleinen Karneval, was? Alkohol, meine Besten, ist ja des Hexers ärgster Feind. Wo hast du denn dieses Hütchen her? Aus Wesemirs Koffer. Der letzte Schrei des Jahres 1112. Sicher hat es der Alte getragen, als er Mädels aufreißen. So, ich kann mir Gesichter schlecht merken. Man es damals sagte, das kommt mit den Weibern den Hof machte. Jungs, ein Hexer zu sein, ist mehr als nur Karten und Schnaps. Es ist harte Arbeit. Nicht für uns ist das Zwitschern von Kindern. Nicht für uns. Ist gut. Ein Wesemir reicht uns. Zieh das aus, bevor's kaputt geht. Und schenk ein. Oh, das mache ich, Eskel. Ich schenk ein. Bis zum Rand. Denn ohne Wodka bist du steif wie ein Buchhalter in der Gipskorsage. Na los, amüsieren wir uns. Langweilen wir dich etwa? Nein, es ist nur... Nicht witzig genug. Unser Schönling hat recht. Hör zu, ich kenne da ein Spiel von einem Schüler in Ochsenfurt. Mhm. Einer fängt an und sagt, ich hab noch nie... Und beendet den Satz, oh nein, wie er will. Wer das Erwähnte schon mal gemacht hat, das Trinkspiel des Todes. Trinken. Dann ist der Nächste dran. Klingt gut. Du fängst an. Ich hab noch nie... Das schlimmste Trinkspiel überhaupt. ...mit einem Succubus geschlafen. Na, sieh mal einer an.
Eskel, Eskel. Stille Wasser sind tief. Ich stehe total auf Frauen mit Hörnern. Gut, jetzt ich. Ich habe noch nie nach einem Besäufnis nur noch meine Unterhose angehabt. Tja. Der war nur mit, Geralt war nur mit einer Unterhose bei dem, Aber du, was würde Papa Wesi mir sagen? Geralt war in Unterhose auf der Beerdigung, auf dem Leichenschmaus. Also gut, Geralt, du bist dran. Ich hab noch nie. Einen Sprung aus dem Fenster einer Geliebten machen müssen. Echt nicht? Muss ja ein harter Hund sein, dessen Frau du durchgevögelt hast. Irrtum. Es war ein Freund. Ich wollte ihn nicht kränken. Ja? Ein schöner Freund bist du. Gut, Leute, lassen wir das. Sonst kann ich euch nie wieder in die Augen sehen. Doch, wieso? Der Wodka. Der Wodka ist alle. Wer holt noch ein? Ich war schon. Ich hab Essen geholt. Na gut. Ich geh. Küche. Da lang, oder? Lambert, Kumpel. Ich muss was loswerden. Ja? Manchmal bist du ein echter Idiot. Ja, du bist auch. Ich liebe dich, Bruder. Prost. Und du bist manchmal ein echter Angeber. Aber scheiße. Ich würde mit dir durch die Hölle gehen. Komm her, du Knallkopf. Scheiße. Kaputt. Zum Glück war sie leer. Wo ist Eskel? Müsste längst wieder da sein. Wir müssen ihn suchen. Das ist eine Aufgabe für Wesemir. So dicht wie ihr seid. Wieder. Zieh die Mütze aus. Wo ist dieser Jungspund nur hin? Vielleicht ist er in Bedrängnis. Ich wette es. Los, Männer, auf zur Rettung. Oh je. Geralt? Lambert? Eskel, du Säufer! Komm da raus! Geralt? Lambert? Eine Eske mit Hilfe deiner. Ich sag, Eskel, etwas Wein vergossen und ist mitten durch die Pfütze gekrochen. Musstest du dich jetzt hinknien, um das zu sehen? Hätte ich mich vorgebeugt, dann hätte ich mich übergeben. Wollte gerade sagen. Eskel, klopf, klopf. Jetzt gibt's gleich einen betrunkenen Bosskampf. Eskel, du Säufer, komm da raus! Eskel! 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 Wo ist er hin? Hey! Hast du das gehört? Das klang wie das Japsen eines verwundeten Wyverns. Na toll. Verdammt! Ich glaube, er hat sich wehgetan. Ja, was macht eine Narbe? Aha, Eskel ist in der Nähe. Halt durch, Bruder! Wir kommen! Eskel! 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 Hey! Schau mal, da Stufe ist 20, er. Hey. Mit seinem getreuen Meckerfritzen! Hallo, Eskel! Wach auf! Wie? Was ist passiert? Bist abgefüllt. Sternhagelvoll. Und noch einiges mehr. Das ist passiert. Steh auf. Du kannst einen Schluck vertragen. Lass mich. Muss kotzen. Immer dasselbe, wenn wir bereits zusammen sind. Lass uns jemand Viertes finden. Besser, eine Frau. Keine hier außer Yen. Und die wollen wir lieber nicht aufwecken, glaub mir. Was ist mit dieser Zauberin, mit der ihr gesprochen habt?
Wir machen das Megaskop an, laden sie freundlich ein. Sie teleportiert sich her, bringt vielleicht ein paar Freundinnen mit. Wie klingt das? Lambert, du bist ein Genie. Das ist doch ein Scheiß, warum? Und? Laden wir die Loge zu unserer Fete ein? Scheiße, ja. Ruf die Schlampen. Nee, pass auf den Scheiß, warum?